Jetzt beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit Physik und Metaphysik. Und ich werde Ihnen eine kurze Übersicht zur Struktur unserer Realität vorstellen. Dabei werde ich wahrscheinlich einige Ihrer beliebtesten Paradigmen sowie Ihre kulturellen und wissenschaftlichen Überzeugungen erschüttern. Anstatt zu glauben oder nicht zu glauben, was ich Ihnen hier gleich präsentiere, ziehen Sie einfach mal die Möglichkeit in Betracht, dass die Dinge anders sein könnten, als Sie bisher dachten, und schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit dieser neuen Sichtweise basierend auf Ihren persönlichen Lebenserfahrungen ab. Benutzen Sie dabei vorurteilsfreien Zweifel, bis Sie herausgefunden haben, was wahr ist. Jeder muss sein eigenes Gesamtbild entwickeln, basierend auf selbstgemachten Erfahrungen. Solange etwas nicht durch die eigene Erfahrung verifiziert ist, kann es nicht zur persönlichen Wahrheit werden. Also bleiben Sie stets unvoreingenommen und skeptisch zugleich. Wenn Sie nicht unvoreingenommen sind, werden Sie nie etwas Neues lernen. Wenn Sie nicht skeptisch sind, werden Sie nie wissen, ob was Sie erfahren war oder erfunden ist. Skeptical, you'll never know whether what you're experiencing is real or made up. Okay, so you must be both. Jetzt betrachten wir einige Gesamtbildrealitätsmodelle. Ein Gesamtbildmodell muss alles beschreiben können. Subjektive und objektive Erfahrungen, Physik und Metaphysik, das Normale und das Paranormale. Heute werde ich Ihnen ein wissenschaftliches Gesamtbildmodell vorstellen und daraus sowohl die reguläre Physik als auch Metaphysik ableiten. Um nützlich zu sein, muss das Gesamtbild eine Übermenge zur Verfügung stellen, aus der sich sowohl eine bessere Physik als auch eine bessere Metaphysik ergibt. Zunächst ein historischer Überblick. Albert Einstein hat die letzten 25 Jahre seines Lebens an der einheitlichen Feldtheorie gearbeitet. Sie sollte eine Theorie von allem werden, eine Übereinkunft bzw. ein Regelsatz, aus dem sich die gesamte Wissenschaft herleiten lässt. Einstein war darauf aus, Gesetzmäßigkeiten zu finden, aus denen er sowohl Quantenphysik als auch Relativitätstheorie herleiten konnte. Das waren damals die zwei großen Themen in der Wissenschaft und es schien, als ob sie nicht miteinander vereinbar wären. Einstein ahnte, dass es ein generelles Modell geben muss, aus dem man beide herleiten kann. Seine Suche führte Einstein zu zwei Grundsatzfragen, für die er Antworten finden wollte. Erstens, warum ist die Lichtgeschwindigkeit konstant? Denn aus der Antwort könnte man dann die Relativitätstheorie ableiten. Sobald man versteht, wieso die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, ergibt sich die Relativitätstheorie unter Anwendung von etwas Algebra von alleine. Und die zweite Frage, warum sollten Teilchen in Wirklichkeit gar keine Teilchen, sondern Wahrscheinlichkeitsverteilungen sein? Wenn man das versteht, lässt sich die Quantenphysik unter Zuhilfenahme von etwas Algebra herleiten. Hier mal ein paar Zitate, damit Sie sehen, zu welchen Schlüssen Einstein nach 25 Jahren Forschung gelangt ist. Erstes Zitat. Der Raum an sich existiert nicht unabhängig vom Rest. Zweites Zitat. Unsere Realität ist lediglich eine Illusion, wenn auch eine sehr hartnäckige. Drittes Zitat. Der von der Physik beschriebene Raum ist letzten Endes nicht durch die Natur vorgegeben und existiert nicht unabhängig von menschlichen Gedanken. Raum ist eine Funktion unseres konzeptionellen Modells. Diese drei Zitate stammen von Einstein und nicht von einem langhaarigen New Age-Hippie, der an der Straßenecke rumhängt. Na gut, Einstein hatte zwar lange Haare, aber er war kein Anhänger der New Age-Bewegung. Diese Zitate stammen von Albert Einstein, einem der kompetentesten und einflussreichsten Wissenschaftler, der wusste, wie man ohne Scheuklappen denkt, und das waren seine Schlussfolgerungen. David Bohm war ein weiterer hoch angesehener Physiker, der mit Einstein zusammengearbeitet hat. Das folgende Zitat stammt von ihm. Unsere Auffassung vom Bewusstsein muss so umfassend definiert sein, dass sie das Verständnis beinhaltet, was es bedeutet, dass sein Inhalt die Realität als Ganzes umfasst. Anders gesagt, Bewusstsein muss die Realität als Ganzes beinhalten. Das ist ein Zitat von einem hochkompetenten Physiker. Die Physiker damals hatten folgendes Problem. Sie wussten zwar, dass Bewusstsein zentral für ihre Forschung ist und dass es ein fundamentaler Aspekt unserer Realität ist, aber sie hatten keine Ahnung, was sie mit dieser Erkenntnis anfangen sollten. Im Oktober 1954 schrieb Einstein folgendes in einem Brief an Bohm. Man müsste eine Möglichkeit finden, das Kontinuum zu umgehen. Also zusammen mit Raum und Zeit. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, auf was für elementaren Konzepten man so eine Theorie aufbauen könnte.
Die Quantenphysik verfolgte einen anderen Ansatz, der zu noch befremdlicheren Schlüssen bezüglich unserer Realität führte. Und ich werde Ihnen jetzt erklären, wieso es die Quantenphysik überhaupt gibt. Quantenphysik existiert aufgrund des berühmten Doppelspaltexperiments. Für viele Jahre wussten Wissenschaftler, dass man ein Interferenzmuster erhält, wenn Licht auf ein Hindernis mit zwei nebeneinander liegenden Spalten trifft. Dabei gelangt ein Teil des Lichts durch den einen Spalt und ein Teil des Lichts durch den anderen Spalt. Und hinter dem Doppelspalt kommt es zu einer Wechselwirkung des Lichts. Die Wechselwirkung ergibt sich dadurch, dass der Abstand vom ersten Spalt und diesem Punkt und dem zweiten Spalt und diesem Punkt einem ganzzahligen Wert an Wellenlängen entspricht, damit sie sich in Phase befinden und sich dadurch addieren. Zwischen diesen hellen Punkten befinden sich die zwei Wellen nicht in Phase und löschen sich gegenseitig aus. Dann kam Einstein daher, untersuchte den photoelektrischen Effekt und zeigte, dass sich Licht wie ein Teilchen verhält. Licht hatte immer ein ganzzahliges Vielfaches eines Grundimpulses, wie man es von Teilchen erwarten würde. Daraus schloss Einstein, dass Licht aus Teilchen bestehen muss. Von Teilchen würde man beim Doppelspaltexperiment allerdings erwarten, dass sie durch den einen oder den anderen Spalt fliegen, sich dann hinter dem Spalt auf einer geraden Linie fortbewegen und man deshalb auf einem Schirm hinter dem Spalt nur zwei Lichtpunkte messen würde, je einen hinter jedem Spalt. Wenn aber Licht ein Teilchen ist, wieso erhält man dann beim Doppelspaltexperiment ein Interferenzmuster, wie hier oben dargestellt? Deshalb entwickelte man einen Versuchsaufbau, der es erlaubte, einzelne Photonen in Richtung des Doppelspalts zu schießen. Mit einem Photon alleine kann man natürlich nichts messen, deshalb feuerte man viele Photonen nacheinander ab, aber stets so, dass sich zu jedem Zeitpunkt nur ein einzelnes Photon am Doppelspalt befand. Was denken Sie, was bei dem Experiment herauskam? Es ergab sich das oben gezeigte Interferenzmuster. Aber wie kann das sein, wenn man doch nur einzelne Teilchen in Richtung des Doppelspalts schießt und sich trotzdem ein Interferenzmuster ergibt? Man hatte dafür damals keine Erklärung. Deshalb wollte man feststellen, was genau in jedem der beiden Spalte vor sich ging. Diese rote Markierung hier symbolisieren Detektoren für Photonen, die es ermöglichen, genau festzustellen, durch welchen der beiden Doppelspalte jedes einzelne Photon geflogen ist. Wenn man am oberen Spalt ein Photon gemessen hatte, flog es danach geradlinig weiter und erzeugte einen einzelnen Lichtpunkt auf dem Schirm, analog das gleiche im unteren Fall. Aus diesem Verhalten schloss man damals, dass die Verhaltensänderung wohl an den Detektoren liegen muss. Wenn man mit Detektoren misst, ergibt sich das untere Ergebnis, wenn man sie weglässt, ergibt sich das obere Ergebnis. Ob es durch Zufall war oder ob sie einfach clever waren, weiß ich nicht genau, aber bei einem Versuch ließ man die Detektoren aktiviert, sodass gemessen wurde, durch welchen Spalt das Photon geflogen ist, aber die Messdaten, die von den Detektoren an ein System zur Datenerfassung weitergeleitet wurden, wurden nicht aufgezeichnet. Die erfassten Daten liefen quasi ins Leere und waren somit verloren. Wenn man ein Magnetlaufwerk zur Datenerfassung verwendete, bewegte sich zwar der Schreibkopf, aber es war kein Band eingelegt, um die Daten aufzuzeichnen. Was denken Sie, war das Ergebnis dieses Experiments? Es ergab sich der obere Fall. Man erhielt ein Interferenzmuster. Wie das Ergebnis ausging, hing also davon ab, ob man hinschaute, also das Verhalten am Doppelspalt beobachtete und das Ergebnis aufzeichnete. Wenn die Daten aufgezeichnet wurden, erhielt man nur zwei Lichtpunkte. Wenn man die Daten nicht aufzeichnete, ergab sich ein Interferenzmuster. Es war also das bewusste Aufzeichnen der Daten, das den Unterschied ausmachte, ob sich Licht wie eine Welle oder wie ein Teilchen verhielt. Das war eine wirklich bahnbrechende Entdeckung. Plötzlich waren die Dinge nicht mehr klar definiert. Bis dahin war immer alles klar definiert gewesen. Erwin Schrödinger war ein cleverer, junger deutscher Physikstudent, der ein Beispiel dafür ist, dass Durchbrüche in der Physik meistens von jungen Menschen gemacht werden, weil junge Menschen noch nicht lange genug vom bestehenden Weltbild geprägt wurden, um zu verstehen, was unmöglich ist. Been in the system long enough to understand what's impossible. So junge Menschen sind noch unvoreingenommen und können deshalb außerhalb vorgegebener Normen denken, weil sie noch nicht lange genug unterrichtet wurden, um beides zu verlernen. Was Schrödinger sagte, war, dass wenn die Photonen einzeln durch den Doppelspalt fliegen und sich ein Photon offensichtlich nicht in Teile aufteilen kann, dann müssen die Photonen so durch den Doppelspalt fliegen, dass sie nur an den Stellen auf dem Schirm landen, die hier als helle Punkte dargestellt sind und nie zwischen den hellen Punkten.
Schrödinger entwickelte ein Gedankenexperiment, in dem Photonen nicht Teilchen, sondern Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind. Damit ist nicht gemeint, dass das Photon irgendwo ist und wir einfach nicht wissen, wo genau, und deshalb definieren wir eine Wahrscheinlichkeit für seinen Aufenthaltsort, sondern gemeint ist, dass das Photon wirklich nicht als Teilchen existiert. Es ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wenn es also eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist und diese auf den Doppelspalt trifft, geht ein Teil der Wahrscheinlichkeitsverteilung durch den einen und ein Teil durch den anderen Spalt. Und hinter dem Spalt wechselwirken diese beiden Wahrscheinlichkeitsverteilungen miteinander, genauso wie eine Welle das machen würde. Dadurch ergibt sich dann ein Interferenzmuster. Die Physiker damals haben Schrödingers Gedankenexperiment nur belächelt und sich gedacht, naja, die Studenten haben schon schräge Ideen. Das Modell lieferte zwei Ergebnisse, welche die Realität abbildeten, aber es machte keinen Sinn, Teilchen als Wahrscheinlichkeitsverteilung zu betrachten. Man wendete dann Schrödingers Modell auf andere Bereiche an und auch da lieferte es ein korrektes Abbild der Realität, sodass man Schrödinger irgendwann doch ernst nehmen musste, obwohl das alles keinen Sinn machte. Die Quantenphysik ist heute eines der erfolgreichsten Spezialgebiete der Physik und sie macht selbst heute noch keinen Sinn. They still don't understand it, but you're going to understand it by the end of this day. You know, you will understand it and you'll have that much up on physicists. Die Physiker verstehen es bis heute noch nicht, aber Sie, die Zuschauer, werden es am Ende dieses Vortrags verstanden haben und somit haben Sie den Physikern dann etwas voraus. Teilchen sind also zunächst nur Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Zu diesem Zeitpunkt wusste man, dass die Aufzeichnung der Messdaten beim Doppelspaltexperiment wesentlich ist und das Bewusstsein eine Rolle spielt. Man formulierte das damals folgendermaßen: Die Wahrscheinlichkeitsfunktion kollabiert zu einem physischen Teilchen in dem Moment, wo ein bewusster Beobachter eine Messung vornimmt. Also nochmal, die Messung kollabiert die Wahrscheinlichkeitsfunktion und dadurch entsteht das Teilchen. Weil man hier im Doppelspalt gemessen hat, entsteht am Doppelspalt ein Teilchen und es verhält sich auch wie ein Teilchen und fliegt geradlinig bis zum Schirm. Im oberen Fall wurde die Messung nicht am Doppelspalt, sondern erst hinten am Schirm vorgenommen. Es gab also kein physisches Teilchen bis zu dem Zeitpunkt, wo gemessen wurde. Bis zur Messung gab es nur eine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Das war die Antwort und ist bis heute die Antwort. Jetzt folgen wieder ein paar Zitate von Wissenschaftlern, die bei der Entwicklung der Quantenphysik mitgewirkt haben. Das erste Zitat stammt von Eugene Wigner, einem mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Physiker, der wesentlich an der Entwicklung der Quantenphysik beteiligt war. Zitat: Es bleibt bemerkenswert, dass egal wie sich unsere zukünftigen Konzepte auch entwickeln mögen, die Erforschung der äußeren Welt hat zu der wissenschaftlichen Schlussfolgerung geführt, dass der Inhalt von Bewusstsein die ultimative universelle Realität bildet. Nochmal, das sind keine New Age-Leute. Das New Age gab es zu der Zeit, als diese Aussagen gemacht wurden, noch nicht. Sie stammen aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das sind erstklassige Physiker. Max Planck, der Vater der Quantenphysik, hat sie zwar nicht erfunden, hat aber wesentliche Beiträge dazu geleistet. Ein Zitat von Max Planck: Wissenschaft kann die ultimativen Mysterien der Natur nicht lösen, denn letzten Endes sind wir selbst Teil des Mysteriums, das wir zu lösen versuchen. Das klingt ganz wie das Zitat von Einstein, dass der Raum nur eine Funktion unseres konzeptionellen Modells ist. Mit anderen Worten, was sich außerhalb von uns befindet, ist mit dem verbunden, was sich in unserem Verstand befindet. Zusammenfassung: Erstens, unsere Realität wird durch Bewusstsein erzeugt. Zweitens, Realität, Masse, Teilchen, alles existiert zunächst nur als Wahrscheinlichkeitsverteilung, bis jemand eine Messung vornimmt. Das sind zwei fundamentale Wahrheiten, die wir bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts kannten. Wir scheinen dies aber selbst heute noch nicht verstanden zu haben. Die Wissenschaft wird diese zwei Kernsätze lesen und sagen, nee, das kann nicht stimmen. Wie kommt es, dass unser geistiges Niveau im Laufe der letzten 100 Jahre diesbezüglich heruntergeschraubt wurde? Der Grund dafür ist der gleiche wie in anderen Bereichen. Man stößt auf ein Hindernis, das man mit den bestehenden gedanklichen Konzepten einfach nicht überwinden kann. In so einem Fall meidet man das gesamte Thema, denn sowas kann die eigene Karriere beenden. Man arbeitet in den Bereichen, wo man etwas bewegen kann, wo man wissenschaftliche Abhandlungen schreiben kann und wo Geldmittel dafür bereitgestellt werden. Dem ganzen hier beschriebenen Konzept ist man einfach aus dem Weg gegangen, weil niemand wusste, was man damit anfangen sollte. Es war eine Sackgasse.
Jetzt machen wir einen Sprung in die Gegenwart. Edward Fredkin startete 1992 den Forschungsbereich der digitalen Physik. Fredkin ist einer der führenden und angesehensten theoretischen Physiker der Gegenwart. 1992 stellte er seine Forschungsergebnisse zur digitalen Physik auf einem Physikkolloquium vor. Seine Kernaussagen waren: Wir leben in einer digitalen Computersimulation. Unsere Realität ist digital. Realität besteht aus Information und unsere Realität wird irgendwo berechnet. In a computer simulation, that our reality is digital, it's basically information, and we're computed. Man muss schon ziemlich einen Mumm haben, so etwas auf einem Physikkolloquium vorzutragen. Aber er sagte das nicht, weil er eine nächtliche Eingebung hatte oder weil er dachte, das wäre doch mal eine nette neue Idee, sondern er präsentierte eine wissenschaftliche Herleitung, wie er zu diesem Schluss gelangt ist. Aus seiner Sicht war das, was er präsentierte, eine wissenschaftliche Tatsache. Wenn man jemandem sagt, dass wir in einer Computersimulation leben, sind natürlich die ersten beiden Fragen, die sofort kommen: Wo ist der Computer und wer hat ihn programmiert? Fredkin konnte darauf nur antworten, dass seine Herleitung darüber keine Schlüsse zuließ und seine Formulierung war, dass der Computer in einem anderen Bereich sei. Mehr konnte er dazu nicht sagen. Ein weiterer angesehener Physiker ist Nick Bostrom. Er ist Abteilungsleiter an der Oxford Universität und hat Abschlüsse in Physik und Philosophie. Er schrieb eine wissenschaftliche Abhandlung mit dem Titel »Leben wir in einer Computersimulation«. Das Fazit der Abhandlung war, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir in einer Computersimulation leben. Fredkins Veröffentlichung stammt von 1992, die von Bostrom stammt etwa aus dem Jahr 2000 und praktisch ganz aktuell folgt jetzt der letzte Wissenschaftler auf meiner Liste. Es handelt sich um Brian Whitworth. Er ist Mathematiker und arbeitet am Zentrum für diskrete Mathematik und theoretische Berechnungen. Die digitale Physik wurde im Laufe der Jahre auf der ganzen Welt populär. Sie ist zwar immer noch ein Randbereich, aber Durchbrüche kommen immer nur aus Randbereichen. Durchbrüche kommen nie aus dem Mainstream. Das ist nicht die Aufgabe des Mainstreams. Der Mainstream hat die Aufgabe, für Stabilität und Infrastruktur zu sorgen. Kreatives Denken kommt immer aus Randbereichen. Brian sah sich an, was die Vertreter der digitalen Physik zu sagen hatten, also dass unsere Realität virtueller Natur ist und irgendwo berechnet wird. Die fundamentale Theorie der Physik besagt hingegen einfach, die Realität ist da, weil sie da ist. Alles fing mit dem Big Bang an und für den Big Bang gab es keinen Auslöser. Die traditionelle Physik fängt einfach mit dem Big Bang an. Da hat man auf einmal diese ganze hochkomprimierte Energie, die sich ausdehnt und abkühlt und Sonnen und Planeten werden gebildet. Wenn man annimmt, dass etwas ohne Ursache geschieht, ist das aber eine mystische Annahme. Die fundamentale Physik basiert also auf der mystischen Annahme, dass unser Universum plötzlich aus dem Nichts entstanden ist. Brian betrachtete nun die beiden Konzepte der traditionellen Physik und das der digitalen Physik. Er hat dann eine große Tabelle angelegt und alle wissenschaftlichen Fakten aufgelistet, die wir heute durch Experimente wissen. Dann hat Brian jeden einzelnen Punkt aus dem Blickwinkel der digitalen Physik und der Annahme einer virtuellen Realität betrachtet und in einem zweiten Schritt dann die traditionelle Physik hergenommen und betrachtet, wie sie die wissenschaftlichen Fakten erklären kann. Nachdem er die ganze Tabelle abgearbeitet hatte, formulierte er folgende Aussage: Physiker, wacht auf! Das Konzept der digitalen Physik erklärt die bekannten wissenschaftlichen Fakten deutlich besser, als das die traditionelle Physik kann. Es kann mehr erklären und führt zu weniger Problemen und Widersprüchen. Diese wissenschaftliche Ausarbeitung wurde vor etwa anderthalb Jahren veröffentlicht und seitdem hat Brian eine weitere Ausarbeitung veröffentlicht, die diese Ideen noch weiter ausführt. Das ist also der Stand der Dinge in der Wissenschaft zum jetzigen Zeitpunkt.